Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gönne TV. Mein Name ist wie immer Lukas Müller und heute möchten wir uns mal dem Fisch widmen, nämlich dem Neonfisch. Ich wünsche euch viel Spaß damit und Film ab! Der rote Neon auf Lateinisch Parachaidon axelrodi ist einer der bekanntesten und beliebtesten Aquarienfische überhaupt. Er gehört zu der Familie der Salmler und ist somit verwandt mit anderen Bekannten wie dem Zitronensalmler, dem Neonsalmler oder auch dem Piranha. Er stammt aus den Nebenflüssen des Amazonas Rio Negro und Orinoco in Südamerika. Hier werden auch noch teilweise Tiere gefangen, um den Fisch als Wildfang in den Zoogeschäften zu verkaufen. Der axelrodi ist ein idealer Schwarmfisch für kleinere und größere Becken. Er ist sehr friedlich und kann mit so gut wie allen Fischen vergesellschaftet werden, wenn die Wasserwerte zusammenstimmen. Der rote Neon ist ein Schwarmfisch und es sollten mindestens 8 bis 15 Tiere in einem Becken ab 60 Liter gehalten werden. Unserer Meinung nach kommt dieser Fisch jedoch erst mit einer Schwarmgröße ab 25 Individuen richtig zur Geltung. Hier ist der Zusammenhalt der Gruppe stärker und der Fisch hat allgemein ein aktiveres und agileres Verhalten. Ist das Aquarium stark verkrautet, stehen diese Fische meist nur in kleineren Gruppen von 5 bis 6 Tieren und sind nicht sehr aktiv. Um ihr natürliches Verhalten zu ermöglichen, benötigen sie also viel Schwimmraum. Hier zeigt sich dann auch viel mehr die Schwarmbildung. Der rote Neon ist besonders wegen seiner auffälligen Färbung beliebt. Der Rücken ist grau, darunter hat er einen sehr grellen, hell- bis mittelblauen Streifen. Darunter befindet sich ein etwas breiterer, ebenfalls kräftig gefärbter roter Streifen. Der Bauch ist ebenfalls grau. Die rote Farbe zieht sich bis an den Anfang der Schwanzflosse. Der Fisch ist recht anpassungsfähig und deshalb nicht wählerisch, was die Wasserwerte angeht. Dennoch bevorzugt er eindeutig saures und weiches Wasser. Wir empfehlen einen pH-Wert unter 7, eine Gesamthärte unter 6 und eine ebenfalls niedrige Carbonathärte. Die Zucht ist schwierig, diese gelingt am besten mit einem Paar in einem sehr stark abgedunkelten Aquarium. Die Fische sind Freileicher und brauchen keine Büschel, Pflanzen oder Moose. Ebenfalls laichen sie nur in der Dämmerungszeit. Die Jungfische können mit kleinem Lebendfutter gefüttert werden. Der rote Neon frisst jedes beliebige karnivore oder omnivore Trocken- und Frostfutter. In der Natur haben Analysen ergeben, dass sich der Fisch hauptsächlich von Kleinstlebewesen wie Insektenlarven oder Springschwänzchen ernährt, die er innerhalb von Wasserpflanzen jagt. Lebende Mückenlarven hat er besonders gerne. Hier stürzen sie sich regelrecht drauf. Das Füttern von Lebendfutter erhöht die Aktivität und Farbsättigung der Fische deutlich. Diesen Fisch sollte man nicht mit einem nahen Verwandten, dem Neonsalmler, verwechseln. Dieser nennt sich Parachaidon inesi. Der Neonsalmler bleibt etwas kleiner und die rote Farbe zieht sich nur von der Mitte des Körpers bis zur Schwanzflosse hin. Beim roten Neon geht das Rot von Kopf bis Schwanzflosse. Der rote Neon kann mit Skalaren vergesellschaftet werden, wenn diese noch klein sind oder wenn sie gleichzeitig in ein Becken gesetzt werden. Oder wenn sie gleichzeitig in ein Aquarium gesetzt werden. Dann sieht nämlich der Skalar seinen roten Mitbewohner auch als Mitbewohner an und nicht als Futter. Werden kleine rote Neon in ein Skalarbecken hinzugesetzt, landen sie meistens auf dem Speiseplan der Barsche. Der rote Neon ist also ein idealer Schwarmfisch für fast jedes Gesellschaftsbecken ab 60 Liter. Wir empfehlen dennoch, bei größeren Aquarien mindestens 25 Tiere einzusetzen, da dann der Fisch erst richtig zur Geltung kommt. Wenn dir unser Beitrag gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben, favorisiere es, teils auf Facebook, Twitter, Instagram oder wo du dich sonst noch so rumtreibst. Hast du selbst Neonfische? Schreib es mal unten in die Kommentare. Hier kommst du nochmal zu einem Video, da zeigen wir dir meine Aquarienanlage und hier kannst du dir nochmal die Zebra-Rennschnecke angucken. Hier unten in der Ecke kannst du den Kanal abonnieren, dann verpasst du keine Videos mehr
Unter mir direkt findest du unseren Website-Link. Dort gibt es unsere DVD zu erwerben, weitere Informationen und alle unsere Filme. Wir sehen uns im nächsten Video mit. Schaust du gerne TV, wirst du gerne schlau. Bis dann.